Ja, Hans-Ludwig, freut mich. Ganz schnell die erste Frage, die mich sehr interessiert. Wie macht man das eigentlich? Auf was schaut ihr, wenn ihr jetzt die Tattoos bewerten müsst? Das sind ja sehr viel. Und, für das ist ganz schwierig. Ich habe, es geht schnell. Man tut wahrscheinlich verschiedenen Unrecht, indem man einfach so in so kurzer Zeit man hat manchmal keinen Überblick. Und die sich einfetten, da sieht man nur gerade glänzen. Und die, die vor allem die klein sind, also die klein gemachten Sachen, schwierig zu erkennen. Und am schönsten ist natürlich in etwa der totale. Tja, aber es ist sehr interessant. Also. Was sind Kriterien? Auf was schaut man? Auf die Originalität. Aber die kann ich. Einfach wie es mir gefällt, oder? Die Originalität kann ich nicht eruieren. Ich müsste den ausfragen, hat er eine Vorlage verwendet oder hat er das aus einer Abbildung oder so. Wenn es etwas von mir ist, weiss ich wenigstens, von wo es kommt. Was hat es heute? Ja. Gut? Ja, einen nur. Oder zwei, nein, also zwei Fotos, aber einer ist so mit dem Schert, ja, der war gut. Ich habe gemerkt, in Amerika hat es viel von mir. Also, das wäre gar nicht auf die Dinge, oder das heisst, mein Kollege nicht auf die Idee gekommen. Hunderte, das ist verrückt. Eben, das Buch, das Sie jetzt hier geredet haben, darüber, das ist das Buch, das Tattoos, wo, also eure Bilder umsetzt. Ja. Teile davon und so, oder anders kombiniert. Das gibt ein Kollege von mir in Amerika. Mein ist ja gut. Ja. Was verschlägt euch eigentlich an die Veranstaltung? Macht ihr das viel? Tattoo bewertet? Das ist das erste Mal. Ich bin. Man hat mich angefragt, ich kann mir nicht Nein sagen. Wie? Kann man euch einfach so anfragen für Sachen, dann kommt ihr? Ist das immer so? Ist das das letzte Jahr habe ich auf die gleiche Datum zwei Sachen buchen können. Und das ist. Habe ich spät gemerkt. Das war peinlich. mit Tattoo in diesem Fall arbeitet ihr schon lange? Seht ihr mich schon lange? Nein. Ich war das Jahr in Amerika und habe einen Preis gekriegt. Als, wie soll ich sagen, für meine Erfindung von Biomechanik oder so. Also, ist einfach als Anreger für Tattoo zu machen. Und dann hatte ich dort hat's natürlich Leute gehabt, die haben den ganzen Körper voll. Also, ich habe einen, das ist ein wahnsinniges Museum. Und ich finde das natürlich wahnsinnig. Nein, nicht so die Hosen geredet und dann ist mein Porträt da auf dem Schenkel. Das ist gewaltig. Aber irgendwie tun mir die leid, vor allem wenn es abverreckt ist. Und meistens sind ja die Bilder verkleinert, oder? Und dann ist aber die Köpfe sind sehr schwierig zu machen. Also wenn jemand muss den Kopf so klein machen, wo ich im Prinzip in dieser Größe mit der Spritzpistole gemacht habe, dann ist das. Ist das hart und meistens dort klappt es nicht. Ja. Und es hat eine, die ausschließlich fast meine Sachen macht dort scheinbar. Und immer bei den Köpfen ist es abverheilt. Und die haben mir schaurig leid, wo das gegeben. Also die 13 haben meistens die ganze Ruppe voll oder so. Und, aber ich finde es natürlich wahnsinnig, dass jemand eine Zeichnung, ein Bild von einem, also lebenslang auf seinem Körper trägt. Ich habe eine grosse Verehrung und eine Bewunderung für dich. Es gibt auch sehr viele Verehrer und Bewunderer von euch. Wie ist das eigentlich für euch als Künstler eigentlich, oder? Wenn das plötzlich so im Rockermilieu wie als eben ja, die Vorlage gewohnt. Überall kommt? So. Das bin ich gewöhnt. Also. ich habe ja früher mit dem Urban Gwerder als im Magazin geschafft und kenne die Hells Angels von Zürich und von New York und bin auch dort im Hauptquartier gewesen. Und einer von denen hat super gute Fotos gemacht, also ist immer mitgekommen. Und das Milieu ist mir nicht so fremd. Gut, ich glaube, ihr habt die Pause noch verdient, oder jetzt noch habt. Ich selber habe keine
keine Tätowierung. Das hätte jetzt gerade noch eine Frage. Ja, die einzige, die ich eventuell möchte, wäre, dass man sieht, wo man einem das Blut muss nehmen, weil sie immer daneben stechen, der Arzt. Also, dass er so eine Zielscheibe macht. Nicht eine, dass ich nicht immer so einen blauen Muss habe. Und Blutgruppe vielleicht noch. A-Resus positiv. Prost in dem Fall. Merci vielmals.